Da können wir auch nicht hin abkürzen oder so, ne? Nein, ist zu hoch. Das schaffen wir nicht. Diese Frau lässt sich so behindert steuern. Kann man nicht anders sagen. Eigentlich mag ich das System, wie diese Steuerung funktioniert, ein bisschen. Aber in den meisten Spielen von Tomb Raider ist es einfach nur richtig scheiße. Er ist einfach so. Gerade in diesem Spiel hängt sie sich immer wieder in irgendwelchen Wänden auf oder läuft zu weit oder läuft nicht weit genug oder irgendeine sonstige Scheiße. Denkt sich so, ich bin fucking Lara Croft. Ich kann machen, was ich will, Biatch. Können wir nicht von hier? Das ist jetzt ein kleines Experiment. So. Müssten wir nicht von hier auch irgendwie abkürzen können, dass wir nicht klettern müssen, sondern auch rüberspringen können? Ja, geht doch. Was soll denn die Scheiße? Müsst ihr uns aufwendig klettern lassen, weil ihr es für cool haltet? So, jetzt hat es so geklappt, wie ich es gern gehabt hätte. Von vornherein. Hier sollen wir nämlich langklettern. Ja, ohne Scheiß. Hier kann man langklettern. Yeah. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich nicht versucht, mich lang zu glitschen. Wie so ein Spasti. Aber es hat geklappt und es hat immerhin ziemlich cool ausgesehen. Dafür hat es allerdings ziemlich lang gedauert, bis es denn irgendwann geklappt hat. So, hier war ja irgendwas gewesen. Genau. Sie wussten ganz genau, was sie tun mussten, um das Spiel in die Länge zu ziehen. Das haben sie ganz genau gewusst und sie haben es konsequent durchgezogen. Das muss man ihnen lassen. Nein, so kann sie sich nicht festhalten. Finde ich sehr schade. So auch nicht. Finde ich noch mehr schade. Sie hält sich ja gerade nicht mal so fest. So. Was soll denn die Scheiße? Das haben sie nur eingebaut. Beim ersten Mal fand ich es ganz nett. Aber beim zweiten Mal. Gut, sie haben auch nicht gedacht, dass man direkt zum Schiff geht. Woher soll ich denn noch wissen, dass ich da zwei Dinger brauche? Direkt zwei von diesen Dingern? Ich meine nur. Das mit dem T-Rex hätte man nicht unbedingt sofort gefunden. Ich logischerweise, bevor ich das andere gesehen habe. Aber wie scheiße ist das denn auch versteckt? Diese eine Stelle. Die sieht kein bisschen anders aus, außer dass sie tiefer ist. Außerdem hätte man das auch mit den Piranhas schon schaffen können. Obwohl, nein, wir mussten ja noch diesen Hebel ziehen. Den hätten wir nicht geschafft mit Piranhas. Das stimmt wohl. So. Dann geht es hier jetzt. Oh Gott. Auf das Schiff. Ich meine Flugzeug. Und das heißt, hier ist noch ein Dino. Nein. Es wäre ja richtig scheiße. No. Da waren wir schon dran. Das heißt, das Ding. Das heißt, wir ziehen. LT. Lieutenant Tuck, irgendwas, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Könnt ihr zurückspulen, wenn es euch so viel bedeutet. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir speichern.
Wo suche ich nach dem Speicherkristall hier bitte gerade? Denn jetzt kommt wahrscheinlich noch mal so eine Endpassage mit ganz viel Geballer. Das habe ich irgendwie so in Erinnerung. War das hier auch schon vorher offen? Ja, das war schon vorher so. Nee, war es nicht. Denn hier ist der Hebel, den wir ziehen müssen. Und damit aktivieren wir das fucking Geschütz. Welches wir jetzt benutzen sollten. Alter, wer soll denn damit zielen? Scheiße, ich hab den Typen in die Luft gejagt. Aber auch den Dino. Das ist, worauf es ankommt. Okay, der ist jetzt auch gestorben. Wir können auch nicht uns überall hindrehen. Oh Gott, wie viele sind das? Sergeant, helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Ich hoffe, wir haben hier nicht begrenzte Munition mit. Bams! Und Bams! Und Bams! Nein! Renn doch nicht dahin, wo ich dich nicht treffen kann. Bams und... Nein! Ich treffe euch schon alle noch. Irgendwann. Wo kommen die jetzt eigentlich alle her? Ach so, aus diesen Lücken, die wir nicht... Wo wir nicht durchgehen konnten, wo wir nichts gesehen haben. Da haben die sich jetzt alle zuhauf drin versteckt. So ein bisschen Bosskampf hier gerade, ne? Obwohl das gerade mal der zweite Level der Gegend ist. Alter, wie viele kommen denn da? Die Musik hat auch schon aufgehört, ne? Also langsam ist es nicht mehr wirklich realistisch. Kommen die irgendwie ewig nach? Ist es, weil ich den... Weil die gestorben sind. Hätten die nicht sterben dürfen. Medipack. Alter, wie viele sind denn das? Und warum laggt das Spiel jetzt? Die kommen ewig irgendwie. Habe ich da was nicht getriggert, was ich hätte triggern müssen, oder was? Hört das erst auf, wenn ich absteige? Okay, nee, das war's wohl gewesen. Wie komme ich jetzt aus... okay. Okay! Das heißt, wir können jetzt hier durch, oder was? Nee, hier ist immer noch eine Wand. Was hat das uns denn jetzt gebracht? Eigentlich so. Ah, deshalb lag da zwischendurch Munition, weil der eine ist ja krepiert. Und die verlieren dann Muni und... Ich hoffe, die sind jetzt nicht böse auf mich, aber ich glaube, die kommen in den anderen Leveln auch nicht weiter vor. Alter, wie viel Muni hier jetzt liegt. Und da ist noch einer krepiert. Alter. Naja, für mich ist es irgendwie ganz gut. Ich habe die Munition. Wo muss ich jetzt lang? Da war auch kein Weg. Und da ist auch immer noch kein Weg. Ja. Was haben wir denn jetzt davon? Ja, pff. Dinos sind alle tot. Super. Und jetzt? Die Leute sind auch alle tot. Alle gestorben. Alle. Ausnahmslos. Aber ich sehe nicht so ganz, was uns das jetzt eröffnet haben soll.
Können wir mit diesem Geschütz etwa irgendwas wegsprengen? Wäre jetzt so meine Vermutung. Aber das Spiel ruckelt. Jetzt nicht mehr. Yay. Neo. Boom, boom, boom. Nein, was hat uns das gebracht, ganz im Ernst? Es leckt. Warum leckt das? Fraps, was tust du da? Mal wieder. Eine Wand aufsprengen sollen wir offensichtlich ja auch nicht. Müssen wir jetzt einfach in dieses Ding rein, oder was? Oder muss ich jetzt wieder zu dem Typen am Anfang sagen, ja, deine Leute sind leider alle gestorben? Oder wie? Oder hätten die alle überleben müssen? Das wäre ja richtig scheiße. Weil die können ja schon voll früh sterben. Ja, was ist denn jetzt? Außer Lex. Dumm, dumm. Geht irgendeine Musik falsch los? Ja. Super. Jetzt? Alter, was ist los? Muss ich jetzt echt zum Anfang zurück? Das traue ich dem Spiel gerade so ein bisschen zu, Leute. Okay. Ich kann es ja probieren. Ich glaube nicht dran. Vor allem, weil einfach mal alle seine Leute gestorben sind. Aber hey, was soll's? Gehen wir zum Anfang zurück. Das ist ja auch das einzig Logische jetzt gerade. Vielleicht kann er uns dann ja irgendwie weiterhelfen, dass wir durch das Eingeborenendorf doch weiter müssen, denn doch durch das Riesentor. Was, wie ich gedacht hätte, jetzt so eigentlich zu den Dinos hätte führen sollen. Vor allem glaube ich nicht, dass irgendein Eingeborener diesen Sumpf hier überquert hat. Wenn man mal bedenkt... Wenn man mal bedenkt, dass wir gar nicht zurück können. So viel also zu meiner interessanten Theorie. Ja, super. Was ist dann der Weg, bitte? Komm, das finde ich jetzt gerade echt nicht offensichtlich. Ich will diesen Level endlich hinter mir haben. Ich weiß, ich habe alles, was ich weiß, von dem ich weiß, dass es in diesem Level vorkommt, hinter mir. Das Geballer mit den Raptoren. Hätten die einfach überleben müssen, oder was? Fraps, was soll die Scheiße? Das Spiel nimmt nicht schon den ganzen Festplattenspeicher weg. Nein, da ist noch ordentlich was frei. Was soll das? Ich pausiere die Aufnahme kurz. Wie es direkt einfach wieder flüssig läuft, aber gleich... Was soll das? Gleich läuft es garantiert eh wieder unflüssig, weil Fraps wieder meint... Nee, will ich nicht. Nee. Sollst nicht spielen. Du sollst das nicht schaffen. Ihr wollt mich doch verscheißern.
Irgendwie muss es jetzt doch weitergehen. Irgendwo. Oder nicht? Wo hat mir das hier denn jetzt neue Möglichkeiten eröffnet? Oh, das sieht gar nicht komisch aus. Wenn es irgendetwas gäbe, auf das ich wenigstens, auf das ersichtlich zu schießen wäre. Und an der Stelle ruckelt es wieder. Ja, dann beende ich mal den Part und gucke mal so weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn das nicht wieder ruckelt, obwohl Fraps doch wieder meint, ruckeln zu müssen, weil es scheiße ist. Bis dann. Ciao.